Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion DJ Booth. Ja, die DJ Booth ist ja im Prinzip euer Arbeitsplatz, egal ob das zum Beispiel bei euch zu Hause ist oder beim Gig. Und da gibt es wirklich einiges zu beachten, dass ihr euren Arbeitsplatz gut einrichtet, dass da alles passt, dass ihr eben auch eure Arbeit gut verrichten könnt. Wichtig ist in erster Linie auf jeden Fall mal, dass ihr einen großen, geräumigen Tisch habt, der vor allem auch bei leichten Erschütterungen noch sehr stabil steht und in der Waage ist. Denn ihr werdet da dran stoßen, die PA wird ordentlich wummern und ihr werdet oft mal was umbauen und so weiter und so fort. Dieser Tisch wird auf jeden Fall sehr beansprucht und deswegen muss er auch wirklich stabil stehen und ja, einfach sicher sein und natürlich auch viel Platz bieten, damit einiges an Equipment dort unterkommen kann. Wählt die Tischhöhe dann am besten so, dass der Winkel hier zwischen eurem Oberarm und dem Unterarm eigentlich fast schon ziemlich genau, so wie es jetzt hier ist, ungefähr 110 Grad ergibt. Das bedeutet dann, dass ihr euch eben nicht zu sehr bücken müsst, weil der Tisch so tief ist, oder umgekehrt, dass die Sachen viel zu hoch sind und ihr eigentlich schon gar nicht mehr wirklich gut da dran kommt. Ihr werdet merken, dass gerade bei langen Sets es sehr unangenehm wird. Ihr werdet es im Rücken merken oder vielleicht auch sogar im Nacken. Und ja, deswegen solltet ihr das definitiv vermeiden, vor allem aus egoistischer Sicht, aber auch zum Beispiel auch fürs Publikum, denn für die sieht es auch sehr komisch aus, wenn ihr entweder hier oben was rummacht, das ist auf jeden Fall sehr unnatürlich, und auch umgekehrt, wenn ihr so gebückt dasteht und so könnt ihr natürlich auch nicht richtig ins Publikum blicken. Also aus mehrerlei Gründen schaut eben, dass der Tisch ungefähr hier passend auf dieser Höhe ist, der Winkel hier 110 Grad ist und dann ist das Ganze wirklich optimal. Schaut auch, dass ihr ausreichend Platz hinter dem Equipment noch habt für die ganze Verkabelung. Denn es reicht nicht, wenn gerade euer Mixer bis hierhin drauf passt und danach ist Feierabend und alle Kabel fliegen runter. Das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, sondern dass ihr da auf jeden Fall nochmal ordentlich Platz habt, dass die ganze Verkabelung dort auch noch untergebracht werden kann. Die Kabel knicken nämlich sonst sehr leicht ab oder sie verknoten sich, und auch wenn man mal an der Verkabelung was ändern möchte, dann muss man irgendwo hinten unten rum machen und so weiter. Das ist alles kein Vergnügen. Deswegen schaut, dass das Ganze noch auf dem Tisch liegt und wirklich auch gut anständig hinter den Geräten verlegt werden kann. Wichtig ist noch, dass ihr für euch zu Hause natürlich dann eine sehr gute Beleuchtung habt, eben sei es jetzt einfach durch die Sonne von draußen, durchs Fenster, oder eben ihr habt wirklich auch eine Lampe, dass ihr alle Geräte gut überblicken könnt, dass ihr die Funktionen gut seht, dass ihr eben einfach anständig arbeiten könnt. Beim Gig ist es natürlich ähnlich, gerade im Club werdet ihr dann entweder zum Beispiel eine kleine Lampe haben, die euch das Ganze beleuchtet, oder vielleicht kommt von weiter oben irgendwas. Also da braucht ihr natürlich genauso eine Beleuchtung, aber üblicherweise wird es dann natürlich trotzdem dunkler sein als zu Hause. Gerade bei Open-Air-Gigs ist es eventuell sogar schon so, dass die Sonne so stark scheint, dass ihr eher Schatten braucht. Dafür gibt es dann auch noch cooles Zubehör, dass ihr einfach Force Equipment stellen könnt oder irgendwo reinstecken könnt ins Equipment teilweise, dass es eben Schatten spendet. Das eben dann zu den Lichtverhältnissen. Außerdem wichtig, dass ihr eine gewisse Beinfreiheit habt. Ihr werdet definitiv kein Vergnügen haben, wenn hier vorne am Tisch dann im Prinzip eine Art Wand runtergeht. Denn ihr werdet merken, dass ihr immer die Beine vielleicht ein kleines bisschen auch unter den Tisch drunter stellt. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr hier Luft lasst und vor allem auch eben keine Kabel von hinten dort runterhängen, in denen ihr euch dann am besten noch verheddert. Also eben einfach schauen, dass ihr da mal über die Tiefe des Tisches nichts drunter habt, nichts im Weg steht und ja, dass ihr euch da auch nichts in den Weg stellt. Ihr werdet euch einen Gefallen tun, wenn ihr euch einen leicht auf- und abzubauenden DJ-Tisch holt. Vor allem, wenn ihr Mobile-DJ seid und das eigentlich regelmäßig macht, dass ihr immer wieder zum nächsten Gig fahrt und wieder neu euren DJ-Tisch aufbaut. Oftmals gibt es das Ganze schon in Kombination mit einem Case für euer Equipment, dass ihr dann das noch zu einem ganzen DJ-Tisch umbauen könnt mit Laptop-Ständer und so weiter. Dazu dann noch mehr in der Zubehörlektion gleich. Aber eben schaut, dass ihr, wenn ihr den Tisch immer wieder auf- und abbaut, dass es ein solider, stabiler Tisch ist, der eben leicht auf- und schnell wieder abzubauen ist und natürlich auch trotzdem ja eben stabil ist. Und wenn es ein sehr, sehr guter Tisch ist, dann ist er trotzdem auch nicht schwer.
Also das ist gar nicht so einfach, da den richtigen zu finden. Das sind eben Kriterien, auf die ihr achten solltet. Da werdet ihr euch dann einen großen Gefallen tun auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich auch DJ-Pulte im Prinzip als fertiges Möbelstück kaufen. Das wird angeboten, ja, die sind dann meistens aber nicht dazu geeignet, dass sie mit auf einen Gig genommen werden, sondern das ist eher, dass ihr zu Hause einen coolen DJ-Tisch habt oder eventuell teilweise eben auch für Gastronomen, die den dann bei sich in ihrer Location stehen haben. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel auch in der Selbstbauvariante aus IKEA-Modulen machen. Das werdet ihr auf YouTube finden. Da kann man verschiedene Möbelstücke so cool kombinieren und eben zusammenschrauben, dass da echt ein geiles DJ-Pult draus wird mit eben Platz für die Boxen, Laptop-Ständer und so weiter. Das hier auch nochmal als Tipp. Einfach mal googeln IKEA DJ-Pult, da werdet ihr definitiv fündig. Kommen wir zu den Boxen jetzt mal im Heimgebrauch. Und da ist es so, dass Studiomonitore sich am besten eignen. Die werden auch viel für Musikproduktion geeignet. Die haben oft eine sehr gute Klangqualität. Sollten sie auf jeden Fall haben, wenn ihr euch gescheite holt. Und da könnt ihr dann am besten auch einfach mal Probe hören im Fachgeschäft. Die haben dann so Räume, wo wirklich ganz viele aufgebaut sind und die dann auch mal direkt vergleichen könnt. Denn es gibt auf jeden Fall große Unterschiede zwischen den Herstellern. Wenn ihr euch welche holt, dann am besten Aktivboxen, das heißt, die haben schon einen Verstärker eingebaut. Das passt dann eben sehr gut alles zueinander, eben der Verstärker und die Boxen. Es fällt außerdem eine extra Verkabelung weg und eben noch ein extra Gerät, das ihr euch auch noch holen müsst. Und na klar, es sind auch besonders handlich, wenn ihr mal was umbaut, dann braucht ihr einfach nur die Box unter den Arm zu klemmen, stellt die woanders hin, Strom rein und dann läuft es auch schon wieder. PC-Satelliten-Lautsprecher, diese klassischen PC-Boxen, die man sonst so auf seinem Schreibtisch stehen hat, die sind auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Vielleicht, wenn ihr Anfänger seid, könnt ihr da mal die Musik drüber abspielen, okay. Aber insofern sich das Ganze dann schon auf ein professionelleres Level zubewegt, dann auf jeden Fall nicht mehr. Die verfälschen oft das Klangbild extrem, die schönen das sozusagen. Und denen fehlt auch einfach die Power, dass wenn ihr da auftretet, das einfach nicht mehr richtig rüberkommt. Deswegen auf jeden Fall schwierig. Was ihr vielleicht noch machen könnt, ist, dass ihr eine große Hi-Fi-Anlage zu Hause habt mit einem richtigen Verstärker, wo man eventuell noch den EQ einstellen kann, die auch ordentlich Saft hat. Große Boxen, das ist dann auf jeden Fall was anderes. Aber ja, das Optimale sind auf jeden Fall aktive Studio-Monitor-Boxen. Wenn ihr die aufbaut bei euch zu Hause eben, dann schaut, dass ihr die Boxen auf Ohrhöhe habt, dass die Boxen nicht von unten irgendwie hochstrahlen oder von oben runter, sondern eben am besten auf Ohrhöhe und hat klar auch auf die Ohren ausgerichtet und nicht sonst wohin in den Raum. Am besten habt ihr noch 1,5 bis 2 Meter Abstand zwischen den Boxen und euch. Eben wenn ihr euer DJ-Pult irgendwo fest stehen habt, dann könnt ihr das ja sehr leicht mal ausmessen und ungefähr positionieren. Insofern ihr immer mal wieder umbaut, müsst ihr das natürlich dann korrigieren. Insofern es leider nicht möglich ist, ist es leider nicht möglich. Das ist eben einfach das Optimum. Ihr könnt dann zum Beispiel auch eine Schaumstoffunterlage für die Boxen benutzen, wenn sie zum Beispiel auf einem Ständer stehen oder auch wenn sie irgendwo draufstehen, eine Schaumstoffunterlage, dass sie im Prinzip entkoppelt werden von der Umgebung und die Vibrationen sich nicht auf die restlichen Möbel auswirken und so weiter. Das kostet nicht viel Geld und ist cool. Meistens habt ihr da sogar noch die Möglichkeit, dass ihr mit dem Schaumstoff noch die Ausrichtung der Boxen ein bisschen durch eine Anschrägung wirklich noch besser anpassen könnt. Eben Ständer gerade schon erwähnt, empfiehlt sich sehr. So seid ihr sehr flexibel, ihr könnt die wirklich optimal im Raum aufstellen und seid nicht auf andere Möbel oder ähnliches angewiesen. Ihr habt dann eine gleichmäßige Klangentwicklung und wenn ihr zum Beispiel noch einen Subwoofer habt, dann stellt den am besten unter den Tisch. Wobei es wahrscheinlich beim Heimgebrauch für die meisten im Prinzip unnötig wäre, denn ein Subwoofer braucht eher einen größeren Raum, dass diese langen, großen Audiowellen im Prinzip überhaupt ja erstmal durch den Raum wandern müssen. Das ist aber alles jetzt ein bisschen komplex. Auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr coole, starke Studio-Aktiv-Monitorboxen habt, die am besten auf einem Ständer und zwischen dem Ständer und der Box ist noch ein Schaumstoffpolster und dann ist wirklich alles optimal. Ihr könnt sogar noch, wenn ihr es ein bisschen übertreiben möchtet, die Boxen aufhängen. Da braucht ihr dann logischerweise eine Halterung in der Decke. Die gibt es so nicht von der Stange. Das wäre dann Marke Eigenbau. Aber das ist auf jeden Fall auch noch eine lässige Methode. Sieht auch ganz cool aus. Müsst ihr einfach mal schauen.
Wenn möglich natürlich, wie generell bei eurem DJ-Equipment auch, schaut, dass ihr symmetrische Kabel bekommt und eben das Ganze dann möglichst störungsfrei installiert. Wir haben jetzt hier nochmal ein Beispiel für den Aufbau, wie man es eben am besten macht und wie es vielleicht nicht ganz so optimal ist, denn bei der Variante hier wird die Klangentwicklung von der Box hier in der Ecke ganz anders sein als die hier, weil hier kann sich der Sound ja eher ausbreiten, hier ist er von zwei Wänden eingeschlossen und wird somit dann eben ganz anders wahrgenommen. Das heißt, euer Klangbild ist ganz verfälscht, diese Box hier wird auch eher basslastiger und lauter rüberkommen als die. Und deswegen, wenn ihr so einen Raum habt zum Beispiel, dann schaut, dass ihr das so aufbaut, eben, dass das Ganze symmetrisch ist. Ihr könntet zum Beispiel das DJ-Pult jetzt hier noch mehr in die Mitte verrücken, dass der Abstand zu diesen beiden Ecken auch gleich groß ist. Wenn euer Raum anders aussieht, ist natürlich auch wieder anders, aber schaut einfach, dass das Ganze im Prinzip symmetrisch aufgebaut ist, dass die Klangentwicklung von beiden Boxen möglichst gleich ist. Beim Gig dann noch, sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus. Euer DJ-Pult wird dann üblicherweise kein Möbelstück sein, sondern eher zum Beispiel einen Bühnenboden, den man auch gleichzeitig als Tisch benutzen kann oder eben irgendwelche anderen Installationen. Das kann man ja pauschal so nicht sagen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr genügend Abstand zu PA habt, um Rückkopplungen mit dem Mikrofon zu vermeiden, dass ihr einen stabilen Boden habt, der Tisch eben sehr stabil steht. Eventuell wird euer Equipment auf Steinplatten stehen, um die Vibrationen von der PA abzufangen. Alternativ kann man das Ganze auch mit Polstern machen und schaut eben, dass das Ganze möglichst erschütterungsfrei eben installiert ist, stabil steht und ihr auch genauso natürlich wieder genügend Platz habt. Monitorboxen habt ihr hoffentlich eben welche, die nur für euch als DJ gedacht sind. Gerade eben für Übergänge, für Speedmatching ist es sehr cool und natürlich auch, dass ihr einfach den Sound besser hört als nur über die PA, die ja eigentlich in Richtung Publikum gerichtet ist. Hier ist es auch wichtig, dass ihr wieder so 1,5 bis 2 Meter Abstand zu den Boxen habt. Oft sind die zum Beispiel eher oben installiert, auf euch gerichtet dann, oder sie stehen leicht schräg auf dem DJ-Pult, wenn es ein sehr großes ist, oder vielleicht stehen sie links und rechts neben euch. Das kann so und so und so sein. Deswegen keine pauschale Empfehlung, aber logischerweise zu weit weg ist Quatsch und zu nah dran genauso. Hier jetzt noch einige Beispiele zu DJ-Setups, denn je nachdem, welche Geräte ihr benutzt, habt ihr ja die Möglichkeit, die in verschiedenen Varianten aufzubauen. Und eben je nachdem, welche Geräte ihr benutzt, macht es Sinn, sie so oder so anzuordnen. Das ist natürlich das ganz klassische DJ-Setup, wie man es so kennt. Und das ist natürlich die Grundausstattung. Man hat eben einen Mixer, man hat die Zuspieler, sei es jetzt CD-Player oder einen Turntable und ja, eventuell eben noch ein Effektgerät. Das muss nicht sein, aber eben das ist so der Klassiker. Das könnte natürlich auch ein Interface sein, insofern es nicht sowieso schon im Mixer eingebaut ist. Und genau, das ist natürlich der Klassiker. Ein bisschen moderner und umfangreicher wird das Ganze dann schon, wenn man das hier dann auch noch mit einem MIDI-Controller oder mehreren eben kombiniert. Am besten kommt dann eben auch noch ein Laptop dazu. Hier, das könnte jetzt ein Turntable oder ein CD-Player sein. Könnten natürlich auch nebeneinander stehen, dann wird das Ganze noch größer, dazu gleich. Aber hier hat man auf jeden Fall schon mal extrem viele Möglichkeiten. Das ist sehr gut. Und wenn man zum Beispiel auch Digital Vinyl System nutzt, hat man ja hier dann in Verbindung mit den Turntables und dem Laptop die Möglichkeit, eben dieses analoge Handling bei digitaler Spielweise zu nutzen. Was schwierig werden könnte, ist eben, du hast einen hohen Platzverbrauch, ist die Frage, ob euer DJ-Pult das bietet und natürlich viel Equipment, das muss jemand mal bezahlen, damit muss man umgehen können und so weiter. Ja, die minimalistische Variante ist vielleicht eher für die Mobile-DJs oder vielleicht für Anfänger, private Feiern und so weiter. Cool ist hier auf jeden Fall, ihr habt einen geringen Aufwand und einen geringen Platzverbrauch. Das ist ruckzuck hingestellt, ruckzuck angeschlossen, man kann direkt loslegen, ist nicht so komplex. Man hat wenig Verkabelung, wenige Geräte, das ist auf jeden Fall sehr easy und schnell. Und ja, damit seid ihr auf jeden Fall schon mal gut ausgestattet. Die Möglichkeiten, die dieses Setup euch bietet, hängen dann natürlich vom MIDI ab oder vom Standalone-Player eben. Was kann der, wie groß ist er? Und da müsst ihr einfach entscheiden, was ihr braucht. Schwierig ist auf jeden Fall,
das Handling insofern, dass sie bei der vorherigen Variante ja zum Beispiel extrem viele Geräte haben, die viele Möglichkeiten bieten. Ihr habt da einfach einen anderen Umgang, zum Beispiel wenn ihr wirklich einen richtigen Turntable habt anstatt ein Jogwheel und eben einen großen vollwertigen Mixer mit noch einem externen Effektgerät und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Handling. Ja, die extrem umfangreiche Variante, im Prinzip nochmal eine Steigerung zu der vorletzten. Hier hat man dann eben das wirklich getrennt, dass es nicht ein CDJ oder ein Turntable hier ist, sondern eben, dass es alle Geräte sind. So ein Setup werdet ihr häufig finden bei großen Veranstaltungen der elektronischen Musik. Kann zum Beispiel auch so angeordnet werden. Dann sind die CD-Player meistens im Prinzip auf Ständern so vor euch, dass ihr die auch gut bedienen könnt und nicht irgendwo da hinten rumgreifen müsst. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man extrem viele Möglichkeiten hat. Hier hat man eben extrem viele Geräte und ja, hat einen unfassbaren Funktionsumfang. Schwierig ist dadurch dann natürlich der Platzverbrauch und man hat einen sehr großen Arbeitsradius. Denn wenn hier der Mixer ist, dann muss man schon schauen, wie man irgendwie an die Geräte ganz außen dran kommt oder eben dort vorne. Das erfordert natürlich ein besonders großes DJ-Pult. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass die CDJs innen stehen, damit man dem Turntable nicht in die Quere kommt, denn wenn man eben dann außen an den CDJs arbeiten würde, dann kann es sein, dass man hier an den Tonarm kommt und so weiter. Das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Wir haben hier noch das Battle Setup, das eben für Turntable ist bei Battles oder auch eben oft, wenn sie normal auflegen, eben im Hip-Hop-Bereich für Turntable ist besonders gut geeignet, denn wir haben hier hochkante Turntables, das heißt, der Tonarm ist eben am weitesten von einem weg sozusagen und stört einen nicht bei der Arbeit. Man hat einen recht geringen Platzverbrauch, es sind nicht so viele Geräte, die eben sehr effizient angeordnet sind und man hat auch einen kleinen Arbeitsradius. Das ist alles schön schnell greifbar. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass der Pitchfader unzugänglicher ist. Der ist ja beim Tonarm eher hier oben. Das sehen wir eben alles auch noch in der Praxis. Da kommt man dann eben nicht mehr so leicht dran. Und ansonsten eben kann man hier natürlich auch noch dann mit Digital Vinyl System arbeiten durch den Laptop und das Interface. Ansonsten könnte man das natürlich auch weglassen und die ganz, ganz klassische Aufstellung ist ja dann eben wieder Turntable, Mixer und Turntable. Hier gibt es dann noch zum Beispiel die Live Producing Variante. Hier haben wir das mal X gemacht sozusagen, weil es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Es kommt einfach darauf an, welche Geräte ihr benutzt, wie viele Geräte und wie ihr das Ganze aufbaut. Ihr habt halt einen Mixer, wo dann alles zusammenläuft mit Interface. Klar, ein Laptop, worüber die ganze Software noch läuft. Und ansonsten könnt ihr euch 5, 10, 15 MIDIs dahinstellen. Irgendwann macht es natürlich dann wenig Sinn. Oft kombiniert man das Ganze eben auch noch mit einem Sequencer, mit einem Sampler, mit Drumcomputern und so weiter. Da kennt ihr sicher auch einige Acts, die immer einen extrem großen Umfang an Geräten mitbringen. Und klar, da ist dann eben abhängig, wie viele ihr benutzt, wie groß euer Arbeitsradius ist. Das müsst ihr ja dann alles so aufbauen, dass ihr gut damit arbeiten könnt. Das werdet ihr aber auch dann zu Hause logischerweise immer üben. Und außerdem ist auch der Aufbau ja eventuell sehr komplex. Wenn ihr nur ein paar Geräte habt, dann sind es nur ein paar Stecker. Aber eben, das kann wirklich sehr komplex werden mit der ganzen Verkabelung, bis es dann mal im Mixer und wirklich auf der PA landet. DJ Premier zum Beispiel hat noch diese Variante hier, wie er sein Setup aufbaut. Da stehen zwei Turntables direkt nebeneinander. Das ist auch einfach nochmal eine andere Sache, das ist dann eher Geschmackssache. Eignet sich natürlich in erster Linie für Turntablism. Von daher ist das nicht zufällig so, weil DJ Premier ist eben bekannt dafür. Und das ist natürlich eher ein bisschen ungewöhnlich, könnt ihr aber natürlich genauso machen. Warum denn nicht? Fürs klassische Auflegen ist es halt weniger geeignet, es ist halt ein bisschen komisches Handling, man muss da dann etwas umdenken, aber warum denn nicht? Auch ein bisschen ungewöhnlich ist auf jeden Fall hier das Supreme Team Setup. Hier stehen die Turntables vom Mixer weiter weg, also versetzt. Warum? Weil man eben eine sehr große Bewegungsfreiheit hat, die Jungs machen viel Action, deswegen macht das Sinn. Man hat natürlich einen höheren Platzverbrauch und einen großen Arbeitsradius, aber je nachdem, was man für eine Show abzieht, kann das auch Sinn machen, mal die Turntables im Prinzip ein bisschen in sicheren Abstand zu bringen. Ja, das hier mal als einige Beispiele. Es gibt natürlich kein richtig oder falsch oder es muss so und so gemacht werden. Es kommt darauf an, welches Equipment habt ihr,
wie benutzt ihr es, wie viel Platz habt ihr, wie macht es dann eben am meisten Sinn, das Ganze aufzubauen. Nehmt das Ganze mal als Art Inspiration und sowieso wird sich ja wahrscheinlich regelmäßig was bei euch ändern. Ihr bekommt neue Geräte, ihr bekommt eben andere Geräte dazu, wiederum andere Geräte fallen weg und deswegen wird sich da bestimmt immer wieder was ändern. Schaut deswegen auch, dass ihr euer DJ-Pult nicht zu steif baut. Es gibt ja DJs, die fräsen richtig was in Holzplatten rein und versenken die Geräte da. Ist zwar an sich ganz cool, aber eben wenn sich da andauernd was ändert, dann müsst ihr logischerweise auch immer komplett wieder umbauen. Deswegen ist es auch mit Vorsicht zu genießen und wir schauen uns das Ganze jetzt auf jeden Fall dann auch nochmal in der Praxis an. Ja, Szenenwechsel, also hier jetzt die Praxis für die Lektion DJ-Booth. Warum ist der Tisch leer? Weil es natürlich um den Tisch selbst geht. Denn ja, der Tisch ist euer Arbeitsplatz, deswegen ist es auch die DJ-Booth. Und recordcase.de war so nett, uns diesen coolen Tisch von Zomo zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben ein Tisch, der auch extra eben für DJs gemacht ist, dafür gedacht ist. Und deswegen gibt es hier zum Beispiel Einlässe für die Kabel. Ihr habt hier noch einen zweiten Boden, eben wo ihr eine Mehrfachsteckdose verstecken könnt und eben andere Kabel. Ihr könnt hier natürlich auch noch Sachen bunkern, die ihr vielleicht jetzt gerade nicht braucht, aber eben die auch irgendwie zu eurem Setup dazugehören. Und auch in dieser Ebene ist nochmal eine derartige Öffnung, dass natürlich dann die Kabel auch irgendwo nach unten und draußen kommen. Natürlich in erster Linie der Strom überhaupt, der ja zu diesem Tisch gelangen muss. Schön ist halt, dass er eben auch schon die richtige Höhe für euer Equipment hat. Wir haben ja gesagt, ungefähr dieser Winkel hier sollte 110 Grad betragen. Und wenn man jetzt hier im Prinzip das noch drauf rechnet, dass der Mixer zum Beispiel ungefähr so hoch ist, dann kommt das ziemlich genau hin. Ich bin normal groß in Richtung 1,80 und deswegen ist das auf jeden Fall der perfekte DJ-Tisch. Ihr habt hier unten eine tolle Beinfreiheit. Und das Ding ja, steht auch stabil da. Es ist natürlich kein Tisch für Mobile DJs, denn das ist im Prinzip ein richtiges Möbelstück. Also eher entweder für euch zu Hause oder vielleicht auch für die Gastronomen, die sich sowas in ihre Location stellen möchten. Es gibt auch Tische, die sind ja, schnell auf- und abbaubar. Die sehen dann aber eher so ein bisschen aus wie die Cases, die wir euch schon gezeigt haben. Und ja, hier habt ihr natürlich auch eine ganze Menge Platz. Einiges an Equipment unterzubringen. Deswegen das auf jeden Fall hier eine coole Sache. Ja, dann zu dem Freund neben mir hier. Wir hatten ja auch in der Theorie schon angesprochen, dass ihr, wenn ihr euch zu Hause Boxen zulegt, ihr am besten eben Aktivboxen nehmt, die am besten auf einen Ständer stellt und am besten eben hier auch noch diese Schaumstoffunterlage benutzt, um die Box sozusagen von der Umgebung zu entkoppeln. Ihr seht hier, auf jeden Fall ist das eine Aktivbox. Ihr könnt hier direkt mit XLR reingehen, könnt das Ganze direkt an euer Equipment anschließen und müsst keinen Verstärker mehr dazwischen schalten, denn eben ist ein Aktivboxen, der Verstärker ist hier schon drin. Also Strom rein, Ton raus, das war's. Welche Boxen ihr euch holt, ist euch überlassen. Das kommt natürlich auch auf den Preis und die Qualität an, die ihr haben möchtet. Ihr habt hier dann eben noch diese Schräge. Das heißt, je nachdem, wie ihr die Box darauf platziert, zeigt sie zum Beispiel nach unten, wenn sie sehr hoch ist und ihr sitzt eher hier unten. Denn wir haben ja gesagt, die Box soll auf eure Ohren ausgerichtet sein, in ungefähr 1,5 bis 2 Metern Abstand. Wenn ihr es umgekehrt drauf stellt, zeigt sie logischerweise nach oben und ihr habt noch dieses Teil dann hier üblicherweise, das könnt ihr drauflegen und dann seid ihr logischerweise in der Waagerechten. Also eine sehr coole Sache, gibt es oft auch sowieso schon zu den Boxen dazu. Und eben hier dieser Ständer, höhenverstellbar, gut eben um die Box so im Raum zu platzieren, wie ihr es möchtet. Von der Höhe, von der Neigung und so weiter und dann seid ihr auf jeden Fall richtig gut ausgestattet. Ja, kleiner Szenewechsel, denn so
kann ein DJ-Booth natürlich auch aussehen. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Dieser Tisch hier ist auch nochmal um einiges größer, damit logischerweise auch noch mehr Geräte unterkommen. Wir wollen euch jetzt nicht zeigen, wie man mixt, sondern eben einfach, wie man die Geräte zum Beispiel noch aufbauen kann. Bei dieser, ja, sagen wir mal, relativ modernen und großen, auch clubtauglichen Variante bei diesem Setup empfiehlt es sich, dass ihr eben die Turntables außen habt, damit ihr, wenn ihr hier eben an den Geräten arbeitet, nicht dem Tonabnehmer oder generell eben dem Plattenteller in die Quere kommt, weil wenn er hier stehen würde und eben der CDJ dort, dann wäre das auf jeden Fall problematisch. Das sieht man jetzt hier. Wenn ich hier eben im Menü bin oder hier eben Dinge auslöse, dann kann es durchaus passieren im Eifer des Gefechts, dass man hier mal drankommt. Deswegen bei dieser Variante immer die Turntables außen. Oder alternativ, was wir euch auch schon im Schema gezeigt haben, ist, dass wenn der CDJ nicht ganz so weit weg sein soll, weil ihr seht schon, der Arbeitsradius ist hier eben extrem groß, gibt es Ständer, dass der CD-Player zum Beispiel so angeordnet sein könnte. Alternativ, natürlich, was wir euch auch schon im Schema gezeigt haben, ist die Variante ganz oldschool. Einfach nur ein Mixer. Plus zwei Plattenspieler. Eventuell mit Effektgerät, eventuell auch ohne. Viele Hip-Hop-DJs werden dieses Setup haben, wo hier dann eben noch der Laptop drauf ist, die dann mit der Digital Vinyl System arbeiten. Anstelle dieses Mixers hier wird dann unter Umständen auch dieser Battle-Mixer hier sein. Das wäre im Prinzip auch das klassische Turntable-List. Hip-Hop-Setup nennen wir es jetzt mal. Und so könnt ihr das Ganze natürlich ja ganz individuell für euch gestalten. Die Turntables hier sind so hochkant, damit ihr eben auch beim Scratchen und Beat-Juggeln dem Tonabnehmer nicht in die Quere kommt. Denn wenn der Tonabnehmer hier wäre und hier auflegt, dann ist es ja deutlich schwieriger, eben hier zu arbeiten. Es empfiehlt sich auf jeden Fall nicht. Wenn die Turntables so stehen, dann wahrscheinlich auch wieder nicht mit diesem Mixer, sondern mit einem klassischen Vierkanal-Mixer. Das wäre sozusagen dann die elektronische Variante, denn diese DJs scratchen ja nicht und ähnliches, deswegen können die den Turntable sozusagen ganz easy bedienen, denn der Nachteil, wenn der Turntable nicht so steht, sondern so, ist natürlich auch, dass ihr hier nicht mehr so leicht an den Pitch-Fader kommt. Das sind eben alles ganz individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Es kann natürlich auch so sein, wenn es eben ein sehr modernes und großes Setup ist, dass wir die Geräte wieder so vorfinden. Also natürlich gibt es da kein richtig oder falsch. Es kommt einfach auf die aktuellen Bedürfnisse drauf an. Es kommt auf den DJ drauf an, welche Genre werden gespielt. Ja, was treibt der DJ so mit welchem Gerät? Und ihr könnt das Ganze natürlich eben auch noch mit MIDI-Controllern bestücken. Zum Beispiel jetzt hier eben einen recht kleinen, der einfach nur für die Steuerung der Software gedacht ist. Ihr könnt eben das Ganze hier um ein Effektgerät erweitern. Das solltet ihr auf jeden Fall hier positionieren, damit ihr immer nah am Mischpult seid. Alternativ eben zum Beispiel hier der Laptop. Oder es können natürlich auch noch mehr MIDI-Controller sein. Größere, andere MIDI-Controller gibt es ja in allen Farben und Formen. Deswegen, ihr seht also, das Ganze ist sehr variabel. Vielleicht habt ihr auch das ganze Equipment nicht, sondern ganz simpel ein Setup einfach nur mit einem großen All-in-One-Controller plus eben ein Laptop. So kann es natürlich auch aussehen. Wenn ihr in Richtung Live-Producing geht, dann könnt ihr das Setup natürlich auch noch durch X Geräte erweitern.
Und ja, so könnt ihr das Spiel dann immer weiter treiben. Also es gibt nicht das eine, das richtige DJ-Setup. Es kommt auf euch drauf an. Und es wird sich auch sehr wahrscheinlich in recht regelmäßigen Abständen ändern, wenn ihr euch neues Equipment zulegt. Oder eben, wenn ihr Altes durch Neues ersetzt. Und deswegen müsst ihr einfach schauen, was für euch das Beste ist. Ich möchte uns an dieser Stelle wieder herzlich bei recordcase.de bedanken, dass sie uns diesen coolen DJ-Tisch zur Verfügung gestellt haben. Und wir hoffen, ihr konntet aus dieser Lektion einiges mitnehmen, wie man eben sein Setup so arrangieren kann. Insofern ihr noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die findet ihr hier unter diesem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.